Das Wort bekommt nun Frau Blömecke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, 4 tote Kinder in 6 Jahren. Kinder, die gestorben sind, obwohl sie unter staatlicher Aufsicht waren. Das macht uns alle betroffen. Fachlich wird es in der Tat deswegen erforderlich sein, das System der Jugendhilfe auf den Prüfstand zu stellen. Die von Ihnen genannten Maßnahmen, Senator Scheele, werden wir auf Ihre Eignung hin überprüfen. Aber bei allen Maßnahmen, die wir hier heute gehört haben, können wir uns dennoch nicht davor bewahren, auch über die Verantwortung zu sprechen. Der Schutz von Kindern braucht unsere vollste Aufmerksamkeit, eine intensive Begleitung und im Senat und in den Bezirksämtern eine hohe Priorität. Meine Damen und Herren Bezirksamtsleiter wie Marco Schreiber, die mangelnde Führungsverantwortung zeigen, den Kinderschutz nachrangig behandeln und Fehlentscheidungen in Serie treffen, sind hier fehl am Platz. Von der Fehlentscheidung Schreibers, die Jugendamtsleitung Frau Wolters im Amt zu belassen nach dem Tod des Babys Lara Mia, haben wir hier schon gehört. Und auch, dass keine engmaschige Kontrolle danach erfolgte. Aber das war nur eine Fehlentscheidung von vielen. Ausgangspunkt war doch die Tatsache, dass Frau Wolters 2004 als Jugendamtsleitung von Herrn Schreiber überhaupt eingestellt wurde. Und zwar, nachdem sie damals von dem Bezirksamtsleiter Krupp aus dem Bergedorfer Jugendamt nach dem Tod des Mädchens Michelle ihres Amtes, ihrer Leitungsfunktion im Jugendamt enthoben wurde. Kurz darauf entscheidet der Bezirksamtsleiter Schreiber dann auch noch, seine damalige fachlich sehr kompetente Dezernentin wegzuloben oder auch zu versetzen und die Stelle neu zu besetzen. Und zwar mit der Ärztin Dr. Ruf, die als Medizinerin sicherlich sehr kompetent ist, aber wenig Ahnung von Jugendhilfe hat. Eine fachliche Kontrolle von Frau Wolters durch ihre eigentliche Vorgesetzte war eben nicht gegeben. Fast könnte man meinen, dass diese Besetzung von Führungspositionen im Jugendamt Mitte System hat, nämlich das System CAS. Denn hinter vorgehaltener Hand erzählen die Experten der Jugendhilfe in Hamburg, dass der Vorsitzende Johannes Kahrs die Entscheidung trifft. Vorbei an der Dezernentin und vorbei an der ehemaligen Jugendamtsleitung, aber unter den Augen vom Bezirksamtsleiter Schreiber. Verantwortung trägt Herr Schreiber auch für seine Entscheidung, eine Stelle im Kinderschutz seines Jugendamtes zu streichen und mit dieser Stelle stattdessen Verwaltungsaufgaben zu stärken. Eine Entscheidung übrigens, die im Jugendamt auf viel Unverständnis gestoßen ist. Und als Bezirksamtsleiter Schreiber am 29.08.2011 im Jugendhilfeausschuss Mitte auch noch verkünden lässt, dass er Verantwortungsbereiche der Jugendhilfe von Frau Wolters abzieht und sie in ein anderes Fachamt überträgt, spätestens da wird doch erneut deutlich, dass er von der fachlichen Arbeit seiner leitenden Mitarbeiterin wenig hält. Erstaunlicherweise, das können Sie im Protokoll nachlesen dieses Ausschusses, hinterfragt der Ausschussvorsitzende Kahrs diesen Schritt und auch die Hintergründe überhaupt nicht weiter. Vielleicht, weil er das selber mit veranlasst hat. Und am Ende sieht sich Bezirksamtsleiter Schreiber durch all diese Vorgänge nicht veranlasst, engmaschig seine Führungsverantwortung wahrzunehmen und ein Auge auf das Jugendamt zu haben. Meine Damen und Herren, traurig oder wahr, stattdessen beschäftigt er sich mit dem Aufstellen von Zäunen gegen Obdachlose oder mit dem Kampf gegen die Straßenprostitution. Seine Schwerpunkte liegen im öffentlichen Auftritt und nicht in der Führung des Bezirksamtes und nicht beim Kinderschutz. Das Führungsversagen, Senator Scheele, liegt nicht allein in dem System Jugendhilfe, sondern es liegt beim Bezirksamtsleiter Schreiber. Und, meine Damen und Herren, die SPD und auch der Bürgermeister Scholz kann sich meiner Ansicht nach und der Ansicht meiner Fraktion nicht mehr länger hinter der fachlichen Aufklärung verstecken. Wir brauchen einen personellen Wechsel an der Spitze des Bezirksamtes. Denn das Vertrauen, die Jugendhilfe und den Kinderschutz kompetent zu steuern und vor allen Dingen die Systeme zu überprüfen, wie wir es wollen, mit all den Maßnahmen, möglicherweise, die Sie gerade genannt haben, das Vertrauen, das hat Herr Schreiber gründlich vertan.